Hey, Busfahrer, ein Ticket, Kinderticket bitte. Nein, du bist keine 14 mehr. Kein Quatsch. Was? Ich bin 14. Echt jetzt? 14? Na, gut, dann macht einen Euro. Bitteschön. Ich bin wirklich 14. Ehrlich? Ja, bin ich. Da, Euro. Danke. Stopp. Ja, wie ist denn das jetzt? Ein 18-Jähriger kauft ein Kinderticket und denkt sich so, haha, jetzt habe ich den Busfahrer schön veräppelt und jetzt kommt er in der Kontrolle und wird kontrolliert und hat ein Kinderticket, obwohl er eigentlich 18 Jahre alt ist. Ihr denkt, sowas gibt's. Natürlich passiert sowas. Und die Menschen probieren alle möglichen Sachen, um vergünstigt Bus zu fahren. Und das passiert tatsächlich auch. Ja, dann hat der Fahrgast, der 18 ist und keine 14 ist, natürlich ein Problem, weil er fährt dann eigentlich fahrscheinlos, obwohl er einen Teil der Hälfte bezahlt hat. Aber trotzdem fährt er fahrscheinlos, weil er nicht genau das Ticket gekauft hat, für das, was ihn berechtigt zum Mitfahren des Tickets. Also muss dann der Fahrgast, der ja keine 14 ist, sondern wirklich 18 Jahre alt ist, dementsprechend ja, nachlösen. Sprich, also 60 Euro erhöhtes Beförderungsgeld, wenn er in der Kontrolle kommt, bezahlen. Also, ihr seid Fahrgast, ihr müsst euch im Vorfeld informieren, welches Ticket ihr braucht. Und ihr wisst genau, wie alt ihr seid. Also, jeder weiß, ein Kinderticket, auch wenn ich aussehe wie 14, könnt ihr klappen, aber wenn ihr in der Kontrolle kommt, dann steht ihr da und zahlt. Bisschen mehr als dann nur 1 Euro oder 2 Euro. Ja, leider ist das so. Ich bin 14. Busfahrer verarscht. Ich bin eigentlich schon 18, aber egal. Das sind nicht meine Probleme. Ja.